Herzlich willkommen bei Mathepunk. Bestimmung einer eindimensionalen freien Bewegung mit dem Lagrange-Formalismus. Das erste Newtonsche Axiom, das sogenannte Trägheitsprinzip, besagt Folgendes: Ein Körper bleibt im Ruhezustand oder im Zustand gleichförmiger, geradliniger Bewegung, wenn keine resultierende Kraft auf ihn einwirkt. Es gilt dann x von t, also der zurückgelegte Weg als Funktion der Zeit, ist Geschwindigkeit mal Zeit plus x0. x0 ist der Weg zur Zeit t gleich 0. Wir wollen diese Situation nun mit dem Lagrange-Formalismus betrachten. Die Lagrange-Funktion ist gleich Bewegungsenergie minus potenzielle Energie. Die potenzielle Energie ist konstant, wir können die potenzielle Energie null setzen. Und es gilt dann L gleich T. Die Bewegungsenergie T ist dann gleich 1 Zweitel im V im Quadrat. Im Folgenden schreiben wir: V ist X-Punkt und die Beschleunigung ist X-Doppelpunkt. Die Lagrange-Funktion ist dann einfach 1 Zweitel m mal X-Punkt im Quadrat. X-Punkt, wie gesagt, ist die Geschwindigkeit V des Körpers. Wir verwenden dann die Euler-Lagrange-Gleichung. Wenn man hier einsetzt, dann erhält man die Ableitung nach der Zeit von so, dann hier die Lagrange-Funktion, die ist m Zweitel mal x-Punkt im Quadrat, dann minus, das ist Punkt hier, minus so. Jetzt, weil die Lagrange-Funktion x nicht enthält, sondern nur x-Punkt, also die Geschwindigkeit, ist diese partielle Ableitung hier gleich 0. Diese Ableitung ist gleich m mal x-Punkt. Wir haben dann die Ableitung von m mal x-Punkt nach der Zeit ist gleich 0. Und die Ableitung von m mal x Punkt ist m mal die zweite Ableitung von x nach der Zeit. Das schreiben wir als x 2 Punkt. Und das ist gleich 0. Wenn wir durch m dividieren, erhalten wir x Punkt Punkt. Das ist die Beschleunigung. Das ist gleich 0. Also, was dabei herausgekommen ist, dass die Bewegung unbeschleunigt ist. Es liegt keine Beschleunigung vor. Dann erhalten wir daraus durch Integration die Geschwindigkeit und den Weg als Funktion der Zeit. Also, x Punkt von t, das heißt die Geschwindigkeit, die ist
Integral x Punkt Punkt dt. Und das wäre Integral von 0 dt. Und das gibt einfach eine Integrationskonstante c1. Und dann gehen wir weiter. X von t selber ist Integral von x Punkt von t dt dt, und das wäre einfach c1 Integral dt, und das wäre dann c1 mal t plus eine zweite Integrationskonstante c2. C1, diese Integrationskonstante können wir als V0 bezeichnen, und C2 als X0. Wir erhalten dann Folgendes. Die Beschleunigung ist 0, das heißt, die Bewegung ist unbeschleunigt. Das ist das, was man erwartet, wenn keine Kraft wirkt, gemäß erstem Newtonschem Axiom. Die Geschwindigkeit ist konstant, sie ist gleich V0, und der zurückgelegte Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit plus Anfangswert.